Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Yeah! Ich bin frisch aus dem Urlaub, voller Elan. Ich hoffe, die Zeit konnten wir gut überbrücken. Jetzt kommt das nächste Let's Play davon, wie ihr auch seht. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Fortsetzt, danke. Oh shit. Die Armee der Druiden. Druidikas. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Wie denn? Er bewegt sich nicht. Erstmal eine Runde schauen. Alles klar. Wunderbar. Oh shit, so. Ja. Ich mache auch nur das, was sie mir sagt. Sie sagt mir nach, dann laufe ich nach. Natürlich. Und da wird nichts anderes gemacht. Nein, 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 nein. Da waren direkt zwei. Komm, lauft. Vorsicht. Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Okay, da hoch. Sind wir auch der Meinung? Ja, sind wir. Flipkes. Und der nächste nach oben. Eine Runde. Ein neues Glück. Ja, er hat's geschafft, Mann. Ab nach oben. Wenn ihr euch denkt, warum macht er diese Geräusche? Das ist eine gute Frage. Nein, das mache ich meistens, wenn es mir gut geht. Dann flippt mein Sprachmodus etwas aus. Wo denn? So. Zum Glück müssen sie nicht furzen. Das wäre nämlich dann nicht so praktisch. So. Ein kurzes abgelassen und dann guckt er nach oben, dann war es das direkt. Zum Glück können Druiden das nicht. Das Lager ist davon. Wir sind fast da. Ja, ja, ist ja gut. Spring! Oh, runter jetzt! Noch mal Zeit hier. Ein bisschen Action reinbringen. Yeah! Go, go, go! Er macht lieber slow, 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 anstatt go, go, go. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Drohnenalarm! Ich konnte noch nicht mal was aussuchen. Wie mache ich das denn? Da! Da ist auch L2. So. Würde bemerkt werden. Hallo? Wäre zu weit. Ach, herrje. Warum kannst du das nicht mehr weitermachen? Ah. Berechnen. Ah.
Okay, das wollte so klappen, oder was? Oh oh. Oh! Auseinanderpflücken. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Yeah, wir haben was gut gemacht. Nehmt so viel ihr könnt. Mal gucken. Ah. Gehen wir da hin. Komm, Markus, lauf. Sonst wird das Ganze hier nichts. Okay, da kann ich schon mal nicht hin. Warum auch immer er nicht über diese Kisten steigen kann. Flipkes, Flipkes, nix. Was hier? Was kann man hier machen? Okay, wie soll ich zu denen hin? Was ist da los, lieber Ben? Ach, einfach eine Weile zu weit gegangen. Huah! Pack nach oben geschmissen. Loch in der Decke. Also ich muss sagen, liebe Leute, geiles Teil, oder? Richtig geiles Teil. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Was macht ihr da? Ich sagte doch... Oh oh. Steckt den Rest ein, dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Hua, wieder nach oben geschmissen. Ah, hey. Überprüfe die Größe der Kiste. Hoch. Was haben Sie hier? Aufbrechen. Zack. Zack. Öffnen. Waffen. Nee. Warum seid ihr nicht viel hier? Das ist eine gute Frage. Die kennen das doch nicht. Sie befreien. Ihr könntet mitkommen. Oh oh. Käse. Oh, aber Nors findet es gut. Josh zum Glück auch. Wir nicht tragen. Gehen wir. Puh. Ja, herunterspringen habe ich gemacht. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Oh, das findet Norse nicht mehr so schön. Jericho aber gut. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel?
Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Oh, jetzt sind wir wieder gestiegen bei North. Yeah. Muss das sein? Da sitzt einer. Oder zwei. Oh nein. Hup, hüpf rein. Käse. Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Die Wachen bedrohen? Was ist denn noch für Möglichkeiten? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Aha. Müssen ja die Waffe nehmen. Oh oh, was machen wir mit den beiden? Nein, ich hab verkackt. Schon wieder. Erstmal richtig schön gut verkackt hier. Action! War das laut vielleicht? Man weiß es nicht. Jetzt haben wir schon zwei umgebracht. Ei. Hast du ihn? Ja, natürlich. Cool. Aber es ist irgendwie Alarm, was ist da? Ding, ding. Öffnen. Einsteigen. Schnell. Ich hoffe, ich muss nicht fahren. Ihr wisst, Fahrgünste und Ben. Sind manchmal ein bisschen eigen. On Drive, Geomotor, alles klar. R2. Oh nein, einer musste öffnen. Ach so, wir sind durch. Okay, huh. Ich hab's ja gedacht, wir haben einen Fehler gemacht. Eine Wagenladung.
Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Jericho bewundert mich. Yeah, North, befreundet. Ich kam nach Jericho, nice. Weil Joss ist wieder neutral. Androiden hier frei Simon sind. Befreundet. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Oh. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Genau. Ich lebe. Richtig. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Gute Einstellung. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir das sind stimmt. lebendig. Wir sind frei. Müssen wir nicht diese Zeitkapseln da von der Seite wegnehmen bei manchen? Wegen der Ortung und sowas? Ach nee. Andere haben das auch. Okay, nur wir nicht. Ja, um frei zu sein, muss man auch Blut vergießen. Oh, man hätte so viel anders machen können. Guckt euch das mal an. Jericho Zelt. Yeah. Okay, liebe Leute. Das war's an dieser Stelle. Ich mache mal so einen Abschnitt. Ich denke mal, das ist ein guter Content. So kann man das gut machen. Support nicht vergessen. Das wäre noch nice. Bis zur nächsten Folge. Hauen Sie rein.